Sie haben gerade eine wichtige E-Mail versendet. Und jetzt ist Ihnen aufgefallen, dass Sie einige peinliche Rechtschreibfehler... Und Tobi, hallo ihr beiden! Ja, hallo Lars, hallo. Wir grüßen in die Ferne hier aus der Heinrichstraße. Auf jeden Fall toll, dass dieses Event stattfindet. Wir sind sehr gespannt. Ihr seht es, ich sitze nicht alleine hier. Du hast es eben schon gesagt, Lars. Einmal ganz nonchalant werde ich uncharmanterweise zunächst mal den Herren neben mir vorstellen, um dann mehr Platz zu lassen für unseren Gast. Ihr kennt ihn natürlich, klar, er muss dabei sein, wenn es um das rollende Leder geht hier bei uns im Hause. Tobias Escher, schön, dass du mit dabei bist heute Abend. Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Nicht meine Kernexpertise, das Fußballspielen. Ich bin ja eher der Theoretiker. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir brauchen noch irgendjemand, der wirklich Ahnung von diesem Sport hat. Ich kann zwar die taktischen Feinheiten des Fußballgolfs erklären, aber da gibt es leider nicht so viel zu erklären. Deswegen brauchen wir noch jemand hier an der Seite. Exakt. Laura Rolli ist am Start. Die habt ihr hier bei uns im Kosmos wahrscheinlich noch nicht gesehen. Aber wenn ihr aus der Szene seid, aus der FUGO-Szene, ihr wisst, so nennen wir Profis das Ganze, dann wisst ihr natürlich Bescheid. Weltmeisterin sogar im Einzel und im Doppel, ist das korrekt, aus dem letzten Jahr. Dieses Jahr gilt es, den Titel zu verteidigen, dazu gleich mehr, aber du bist mit am Start, du wirst die fehlende Expertise von Tobi und mir hier ausgleichen heute Abend. Schön, dass du mit am Start bist hier heute Abend. Ja, super, ich freue mich hier zu sein. Sehr gut, also wir werden von dir noch hören, wie das Ganze genau läuft und so weiter. Wollen wir vielleicht erstmal einen Fakt klären, direkt zu Beginn. Ich habe es mir hier dick aufgeschrieben, Stollen. Ausrufezeichen. Arno Heinisch tritt an mit Stollen, bevor wir zu den restlichen Regeln kommen und so weiter. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, das geht eigentlich natürlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe auch mal ein bisschen genauer drauf geguckt. Ich denke, dass es Tausendfüßler waren, die er da anhatte, und Tausendfüßler sind in Ordnung. Achso, okay. Na gut, dann wollen wir das an dieser Stelle durchgehen lassen, sowieso, finde ich. Falls ihr euch denkt, mein Gott, die Kommentatoren, können die überhaupt neutral sein, wenn der Geschäftsführer da mitspielt? Natürlich können wir das. Und während wir den wunderschönen, talentierten und fußballerisch sehr begabten Arno Heinisch da gerade nochmal gesehen haben, wie gesagt, wir bleiben da neutral. Wir können uns ja mal um die Regeln kümmern. Wie läuft das Ganze hier heute Abend eigentlich? Also wir haben es gehört, 9 Löcher spielen wir hier heute Abend. Eigentlich werden es mehr gespielt in der Regel. Sind es 18 normal, die werden dann gespielt, aber heute reichen auch 9. Ich glaube auch, wir haben das TeilnehmerInnenfeld gesehen. 3 Stunden sind angesetzt. Gucken wir mal mit den 9 Löchern erstmal. Da wären die 18 sicherlich ein bisschen herausfordernder gewesen. Aber wir haben schon gehört, es läuft im Prinzip ähnlich wie beim Golf. Wir haben eine Paarzahl. Das heißt, so viel idealerweise würde man brauchen. Und das wäre super. Im Idealfall sogar noch ein Birdie spielen oder ein Eagle. Das heißt, unter der Paarzahl bleiben. Das wäre noch besser. Ja, das heißt, das wäre das Ideale. Maximal allerdings, wir haben es eben gehört, 3-mal Paar darf gespielt werden. Wenn es Paar 3 ist beispielsweise, also maximal 9, da gibt es allerdings nicht 9 Punkte, sondern noch einen Strafpunkt oben drauf. Genau. Dafür, dass man es nicht geschafft hat, dann sind es also die 10. Genau. Man muss auch vielleicht dazu sagen, wir spielen ja heute Fußballgolf und nicht Footgolf. Das sind ja 2 verschiedene Sportarten. Magst du da vielleicht mal den Unterschied erklären? Genau, es sind 2 verschiedene Sportarten. Im Fußballgolf gibt es spezielle Anlagen dafür, wie wir jetzt auch hier sehen. Footgolf wird auf richtigen Golfplätzen gespielt. Da kommen dann Löcher rein. Das sind die natürlichen Hindernisse auch vom Golfplatz, wie See oder auch im Sandbunker. Beim Fußballgolf ist es jetzt aber so, dass wir spezielle Hindernisse haben, die wir, wie wir im Video schon gesehen haben, entweder durchspielen müssen, umspielen müssen, drüber spielen müssen, je nach Vorgabe der Bahn. Und genau, dann geht's einfach los. Stimmt es eigentlich, dass FUGO, dass man es FUGO nennt, oder haben wir uns das ein bisschen... Also es gibt schon ein paar, die es so sagen. Also es ist völlig richtig, höre ich da raus. Im Offiziellen sagt man öfter mal FUGO. Wir hören gerade, dass wir uns mal vielleicht anschauen können, wie es gleich losgehen wird. Das erste Loch, wir werden das nämlich immer schön hier sehen, wie wir es hier vorbereitet haben mit so schönen Drohnenschüssen. Wir sehen eine Torwand, 3 Löcher. Jedes dieser 3 Löcher kann gewählt werden. Beim oberen, das konnte man eben sehen, fällt der Ball durch diese Röhre. Das heißt, ins obere Loch wäre schon ein Hole-in-One tatsächlich. Bei den unteren kann man erstmal durchspielen und dann quasi den Weg ins Loch suchen. Aber ganz wichtig, Hindernisse müssen bespielt werden. Also nicht dran vorbei,
sondern wenn es eins gibt, dann muss auch durchgespielt werden. Genau, ja. Genau. Und wenn man das Hindernis verfehlt oder sowas, dann gibt es noch die Möglichkeit eines Resets sozusagen. Ne? Man kann quasi einen Strafschlag in Kauf nehmen, das heißt, man geht an die Position wieder zurück, von der man geschossen hat und kann dann nochmal neu versuchen. Man hat aber auch die Möglichkeit, wenn man noch innerhalb von der Bahn ist, dort weiter zu spielen und sein Glück zu versuchen. Okay, also man muss nicht unbedingt, man kann aber, wir werden sicherlich im Verlauf des Abends noch auf die ein oder andere Regel eingehen und sicherlich auch beispielhaft hier sehen, wie man das Ganze so auslegen und bespielen kann. Aber wir hören, die SpielerInnen sind bereit, wir können zum ersten Loch gehen und schauen uns mal an, wie die das so bewerkstelligen. Und da sind wir bei der allerersten Runde unseres tollen Fußballgolf-Events. Hier sind unsere Kandidaten aufgereiht, das heißt, wir sind am ersten Hindernis, wir können loslegen. Simon hat gesagt, er startet. Also alle anderen bitte verschwinden. Simon. Eine kurze erste Frage. Was war denn nun die Regelung mit dem Grün? Wo darf ich platzieren? Weil das ist ja ein bisschen uneben. Auf diesem Grün platziert werden und wenn du von oben drauf schaust, muss der volle Umfang des Balles auch im Grün sein. Also am besten legt ihr ihn euch nicht an den Rand. Das wäre zum Beispiel nicht erlaubt. Ja, ich will ja nur, dass er stehen bleibt. Ne? Das ist nicht so einfach. Nee, das ist alles. Okay, ich sehe schon, ich muss die Mitte nehmen. Ja, das Problem ist, dass hier so ein bisschen Abtritt ist. Ne? Ja. Kleine Lücke. Wir fahren langsam ein. Kann, wir müssen erstmal reinkommen. Wenn man in der Physik so tief drin ist wie ich, dann stört einen so eine kleine. Kann ich verstehen. Let's go. Die erste Runde von Simon. Tu es. Ja! Das ist das Scheiße! Rüber. Du kannst da dein Hütchen drauflegen. Oh, starker erster Schuss. Überrascht mich ein bisschen von Simon. Übrigens, Paar 3. Habe ich eben vergessen zu sagen. Paar 3 für das erste Loch. Aber das war schon mal ein guter Start. Muss man ehrlich sagen. Simon, der ganz klar der Außenseite, eigentlich jemand, der Fußball nicht mag. Das hat mich auch gerade überrascht. Aber er ist doch noch relativ weit weg. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Nils. Wir machen alle nacheinander. Gunnar. Gunnar ist dran, Entschuldigung. Ja. Nein! Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Austauschen mit deiner Markierung. Jetzt ist der Winkel natürlich denkbar berücksichtigt. Falls er es da, ja genau, er sagt es selber, weiter versuchen will. Wir sehen hier diese kleinen Stofffetzen, die hier auf den Boden gelegt werden. In unserem Fall, damit wir die Übersicht behalten, eigentlich legt man was anderes hin. Ne? Das sind Pokerchips normalerweise. Weil es natürlich so ist, dass die Nachfolgenden nicht irgendwie gegen den Ball des Gegners treffen sollen. Also so Buhl-mäßig den anderen rauskicken oder sowas ist nicht die Idee. Ne? Genau, ist auch manchmal einfach, du hast selber einen Nachteil davon, wenn du den Ball anschießt. Ich finde es aber auch super interessant, sie wählen alle die unteren Löcher. Bis jetzt hat noch keiner versucht, oben ins Loch zu treffen. Ich muss dazu sagen, wenn man oben reintrifft, ist der Ball direkt drin. Dann hat man ein Hole-in-One theoretisch. Genau. Jetzt Nils, da hat natürlich hohe Erwartungen. Das muss man wirklich sagen. Als nächstes aber es ist nicht so schlecht, die Ausgangslage. Ja, ihr könnt ihn versuchen, das andere Loch durchzuschießen. Versucht es. Oh! So knapp. Aber direkt, da erkennt man die Expertise, direkt an der Körperhaltung erkannt. Oh, der will's wagen. Und tatsächlich, ich würde fast sagen, der hat reingeguckt. Janina ist ja schon weiter. Janina ist näher dran. Achso, ich dachte, du hast dich entschieden, nochmal zu machen. Okay. Oder? Nee, du nicht. Du hast das Hindernis ja nicht. Ja, da hören wir es gerade von Lars, die Erklärung mit diesen Strafschlägen. Eigentlich, haben wir eben gesprochen, ist es so im Fußball-Golf. Theoretisch darfst du bei jedem Schuss sagen, nein, ich nehme wieder den Strafschuss sozusagen. Wir haben es jetzt mal hier, um den Abend etwas, die ersten Ausraster, übersichtlicher zu gestalten, haben wir es mal so gewählt. Nur wenn das Hindernis nicht getroffen wurde, dann darf man zurückgehen. Macht auch oft als keinen Sinn, weil wenn ich einen Strafschlag nehme, gehe ich ja an den Ausgangspunkt zurück. In seinem Fall hätte ich ihn zum Beispiel auch nur querlegen können, wäre ich auch schon mal ein Stück weiter vorne gewesen. Also. Und da darfst du ihn jetzt nicht wegnehmen, Budi. Ja? Nicht wegnehmen, ja. Ach, das ist jetzt natürlich denkbar. Bitter für Budi. Sehr bitter. Er hat zwei sehr, sehr gute Schüsse gemacht, bei denen es sehr, sehr knapp war. Und jetzt wird er dafür auch noch bestraft. Aber so ist es im Fußballgolf.
Ja, es geht alles sehr schnell. Das ist so schlecht, was ich da mache. Nochmal außer, wie gesagt, fragt ihr seht das hier wunderbar aufbereitet. Übrigens, die farbigen Markierungen der Punkte rechts unten entsprechen den Cappies, den Bällen und diesen Tüchern, die die da hinlegen. Dadurch sehen wir immer schön hier zum Beispiel unten das rote Tuch gerade eben von Budi. Da sieht man immer schön, wer wo war. Hier ganz vorsichtig durchgestreichelt, der überaus talentierte und gut aussehende Arno Hasch. Jonas, nächster Schuss wurde getätigt. Kannst du austauschen. Und Budi. Sicher? Ja. Und wie die anderen zählen mit, wie viel wer hat, ne? Ja, wir haben ja vor der Sendung schon mal ein bisschen gesprochen. Alles brechen. Während Budi jetzt gerade schießt, würdest du an Gunnars Stelle versuchen, von da aus so Scheiße jetzt. Den direkten Weg zu wählen? Den direkten Weg durch oben? So nah dran, so. Ja, ich denke, es wäre tatsächlich machbar. Ich glaube, er liegt in einer guten Position, wo man ihn schön reinlupfen kann auch. Kannst du nochmal machen? Also, als ich die Bahn vorhin mal gespielt habe und ein bisschen getestet hat, ich bin auch eher den Weg gegangen, tatsächlich nicht durchspielen, sondern ich habe mir den Ball vorgelegt und habe ihn dann ins obere Loch reingelüpft. Ja, hör doch auf! Scheiße, Mann! Er muss kurz verschnaufen. Man muss aber auch dazu sagen, der sichere Weg ist auf jeden Fall der untere, weil das nicht so der schwierige Weg ist. Man kann nicht so viele Fehler machen im Normalfall. Ich wollte zu viel. Warte noch. Okay. Du bist jetzt bereits bei 6 Schlägen. Ja, nach 3 überhaupt ins Ziel zu kommen. Schlag von Budi. Er wird ein bisschen bestraft für seine sehr mutige Spielweise. Das ist natürlich die Schwierigkeit, auch wenn man fußballerisch ganz gut ist, wann sieht man im Fußball schon mal den Ball ausrollen? Ne? Entweder du passt jemandem zu, der stoppt den Ball, entweder du drischst ihn ins Tor oder sonstiges. Aber dieses Gefühl, wie weit rollt der eigentlich, das haben ja viele gar nicht. Ja, man muss auch dazu sagen, Fußballer, wenn die das erste Mal auf den Platz kommen, die kommen super easy, das ist machbar, da schaffe ich es sofort durch. Und ja, dann werden sie auch manchmal eines Besseren belehrt. Jetzt hier der Hackentrick wird angewendet, ist erlaubt. Hacke, Spitze, 1, 2, 3, solange, hast du uns vorhin gesagt, ein Fuß am Boden ist. Genau. Geht das? Okay, Simon, go. Ist doch sinnvoll, verschiedene Schusstechniken anzuwenden, wenn es eher ans Loch rangeht, eher ein bisschen mehr mit Gefühl, dass man zum Beispiel die Sohle verwendet oder auch die Spitze. Die beiden Schüsse dann eher mit der Seite. Das ist aber ganz individuell auch, wie man selber spielen mag. Interessant vom Winkel. Oh, stark. Wow. Stark. Sehr gut. Also, Budi, es sieht anders aus auf der Anzeige, aber eigentlich fast am überzeugendsten. Ne? Diese beiden Schüsse vorne oben fast rein, aber die hat er natürlich teuer bezahlt, diese riskante Spielweise da. Fußballgolf ist kein Spiel der Konjunktive. Ja. Er hat 8 stehen. Ja. Ist einfach ein schlechter Wert. Er hat zu viel riskiert. Soll ich? Ja. Ja, manchmal ist weniger auch mehr. Jetzt bleib doch bitte mal freundlich, Alter! Jetzt guck es an! Physik! Das ist genau das, was Marc gerade gesagt hat. Ja. Simon, der ja natürlich auf dem Fußballplatz aufgewachsen ist, als großer Fußballhasser, hat einfach die Rollkraft überschätzt. Oh! Stark. Auch Nils drin. Nils ist drin. Hallo. Nils? Nils? 3 oder 4? Also du hast einen zu machen. Alter, Arno, ey. Und Arno geht direkt in Führung mit seinem dritten Schlag. 3 Schläge im ersten Loch. Was viele ja nicht wissen, Arno auch sowas wie ein Halbprofi. Ja. Als Spieler des FC St. Pauli. Sechste Mannschaft. Oder? Muss man einfach machen. War da jetzt der letzte schon mitgezählt bei Arno?
drei Schläge. Mach da nicht. Drei Schläge. Immer. Du kannst gleich nochmal, aber du bist auch verletzt.